Mein Name ist Thorsten Janssen. Ich repräsentiere die Volksbank am Harz als älteste Genossenschaftsbank der Welt. Wir haben rund 17.000 Eigentümer und sind damit auch in unserer Region die größte Personenvereinigung. Diese Eigentümer bestimmen tatsächlich auch heute noch über unsere Geschäftspolitik. Also persönlich habe ich meinen Leitspruch: Wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht will, sucht Gründe. Und insofern sehe ich das jetzt hier mal so ein bisschen als genossenschaftlichen Leitspruch, den ich mitgebracht habe. Genossenschaftsbanken sind ein Erfolgsmodell und werden auch zukünftig ein Geschäftsmodell sein, was erfolgreich sein wird, weil es auf die Kooperative setzt. Und es ist immer besser, miteinander was zu machen als alleine, weil viele können dann halt auch viel bewegen. Mein Name ist Carsten Graf. Ich bin Sprecher des Vorstandes der PSD Bank in Braunschweig am wunderschönen Altstadtmarkt. Wir haben eine Bilanzsumme von rund 760 Millionen Euro, über 1,3 Milliarden Kundenvolumen. Und wir bewältigen dieses gesamte Geschäftsvolumen mit gerade mal 65 Mitarbeitern. Das heißt, wir wickeln das gesamte Bankgeschäft für den klassischen Privatkunden im südöstlichen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ab. Ich habe hier einen besonderen Gegenstand mitgebracht, nämlich die Auszeichnung zum Zukunftgeber, eine Auszeichnung der Allianz für die Region und des Arbeitgeberverbandes. Und das verkörpert für mich ganz viel Genossenschaftliches. Also ich wünsche mir gerade für die Zukunft, dass die Genossenschaftsprinzipien weiterhin aufrechterhalten bleiben, dass immer noch mehr Menschen erkennen, was sind die Grundlagen einer Genossenschaft, wie Fairness, wie Zuverlässigkeit, eben keine Gewinnmaximierung, für die Region Partner zu sein und vor allen Dingen für die Menschen in der Region entsprechende Angebote auch in der Zukunft zu haben.